Moin Moin und Hallo auf meinem Kanal Hermann1250 und wie ihr seht, ich bin im Wald unterwegs. Ich möchte euch heute nämlich wieder eine neue Kamera kurz vorstellen. Wenn euch das interessiert, bleibt gerne dran und wer neu ist hier und drüber fällt, lasst auch gerne ein Abo da. Nach dem kleinen Trailer geht es los. So, wir gehen mal zu der Kamera. Und zwar ist es diese hier. Das ist die GardePro E9. Nicht mit P, weil P bedeutet Powerpack, also ein herausnehmbares Akku. Das hat diese Kamera nicht. Da drin werden verbaut 8 AA-Batterien oder Akkus. So viel möchte ich gar nicht über die Kamera erzählen, weil die Bilder sollen eher für sich sprechen. Aber hier kurz ein paar Daten. Hier ist zum Beispiel ein Sony-Sensor verbaut. Das kennen ja viele auch von Fotoapparaten. Der arbeitet mit 1296p, allerdings mit 20 FPS, also Frames pro Second. Bei 20 FPS ist das Bild leider ruckelig, darum habe ich die Kamera gleich eingestellt auf 1080p, weil dort arbeitet sie mit 30 FPS. Bilder kann sie bis zu 48 Megapixel machen. Vermutung ist dort aber auch wieder, dass die Bilder interpoliert sind und eigentlich so aufgeblasen ist und eigentlich ein relativ kleiner Sensor verbaut ist. Eine Abdeckung mit den beiden Seiten PIRs, also mit den Bewegungsmeldern, ist bis zu 120 Grad möglich. Die Linse hat eine Abdeckung von 70 Grad und es sind LEDs verbaut, die im 940 Nanometer Bereich arbeiten und eine Reichweite bis zu 30 Meter haben soll. Kurz noch mal zu dem Aussehen im Inneren, weil da gibt es bei den GardePro Kameras auch noch Besonderheiten. Also hier haben wir das Display, die Menüfelder, aber man hat hier einen An- und Ausknopf. Hier muss man, bevor man die Kamera startet, den Startknopf noch zusätzlich starten. Verbaut ist hier eine SD-Karte und hier unten kann natürlich, wie man es hier sehen kann, auch wieder ein 12-Volt-Anschluss oder ein Solarpanel anbringen. Hier ist natürlich das Akkufach. Das soll es auch schon gewesen sein zur GardePro E9 und ich lasse jetzt mal die Bilder sprechen. Ich hoffe, es ist einiges dabei rausgekommen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinschaut. Also kommentieren, liken und abonnieren. Und bis zum nächsten Mal sage ich schon mal Tschüss. Da bin ich doch noch mal schnell in diesem Video, weil ich möchte euch einen Punkt zeigen. Diesen Fehler habe ich gemacht und da switchen wir mal jetzt schnell mal ins Menü rein. So, und da habe ich die Kamera schon mal vor mir. Ich gehe mal ins Menü, um euch das besser zu zeigen. Und zwar habt ihr jetzt hier einmal Modus und einmal Foto oder Video. Beim Modus hatte ich den Fehler gemacht. Ich hatte mich schon gefreut, dass über 700 Aufnahmen zustande kamen, aber ich hatte hier in dem Modus auf Hybrid gestellt. Das ist ein großes Problem, weil der Hybrid-Modus ist nicht dafür da, um Fotos und Videos gleichzeitig einzuschalten, sondern um Zeitraffer und die Bewegungserkennung gleichzeitig einzuschalten. Also die Kamera hatte in diesem Modus also beide aktiv. Es wurden jeweils in einer Stunde ein Bild, ein Video gemacht und das über 14 Tage. Also hier darauf achten, dass wirklich nur die Bewegungserkennung eingeschaltet ist. Und dann hier in dem Modus Foto oder Video könnt ihr auf Foto, Video oder beides einschalten. Ich hoffe, diese kleine Erläuterung hat euch geholfen und ihr macht nicht den Fehler, wie ich ihn gemacht habe. Und jetzt viel Spaß bei den Videos.
Ja.